Ein Kind rächt sich an zwei großen Betrügern. Willkommen, sag ich, sagt Baby Fridolin, sagt dieses komische Wesen, was da im Hintergrund tanzt. Zwei Fragen, wer ist es? Das sieht aus wie Gollum. Und zweite Frage, was sind das für Moves? Egal, wir starten mit dem Video. Inspiriert von Kryptobetrügern, also von Betrügern, die es mal echt gegeben hat, die Kryptobetrüge gemacht haben oder was? Weil in dem Bereich gibt es viele Betrüge. Oder ist das ein Film oder was? 2013. Okay. Sag mal, ist ja noch am Anfang von Bitcoin. Tabletskis, Wasser. Freunde, lehnt euch zurück. Holt euch einen Snack, was zu trinken, wie ihr euch wohlfühlt. Es gibt hier eine dicke Geschichte auf die Ohren, Freunde, ihr wisst es. Magie heißt immer am Tag eine Auszeit und deswegen, ja, lehnt euch zurück und genießt das Video. Es war schon immer mein Traum, einen von diesen zu fahren. Ja. Porsche Cayenne. Nicht mein Fall. Porsche Cayenne ist überhaupt nicht mein Fall. Ich weiß, Porsche ist ein schönes Auto, schöne Architektur und so weiter, aber ich bin einfach nicht der größte Porsche-Fan, weil die Front ist mir nicht aggressiv genug, die Scheinwerfer. Ich mag das, wenn so dieser Lamborghini-Look, dieses aggressive Front, da bin ich ein Fan von. Aber ich will mich nicht beklagen. Trotzdem schöne Autos und zu einem Porsche Cayenne sagt man auch nicht nein. Ne? Ist nur nicht mein Traumauto. Ui. Komm, lass uns ran. Ah, okay, das scheinen zwei Verbrecher zu sein. Ah, Jungs, warte doch zumindest, bis der im Haus ist. Also das ist ja so sinnlos. Der kann das doch jetzt hören. Pass auf, keine Sorge. Alles klar? Jackpot, Baby. Alter, das wird uns sicher eine lange Zeit reichen. Mann, was machst du? Was? Schau mal, was ich habe, Mann. Was sind das für Tabletten, dass die jetzt nehmen wollen? Hä, irgendwelche Schmerztabletten oder irgendwelche Drogen? Vielleicht irgendwelche Drogen? Keine Ahnung. Ist ein Rezept und hat 3 Wiederholungen für 60 Pillen pro Flasche. Ja, aber du bist nicht Jack Brunner. Oder bin ich? Hier. Sie sind also 25? Ja, hab halt ein Babygesicht. Die sind jetzt in diesen Porsche eingebrochen? In dieses Auto eingebrochen, um die Pillen zu bekommen und noch ein Rezept für 60 weitere Pillen. Was ist das? Sind das Opioide oder also Opium? Sind die süchtig oder hä? Also wieso bricht man für Drogen in ein Auto oder für Tabletten in ein Auto ein? Das verstehe ich jetzt noch nicht. Okay, er hat auf jeden Fall hier seinen Personalausweis ordentlich gefälscht. Jack Brummer ist er natürlich nicht und hat sein Foto darüber gemacht. Mal schauen. Was stand da? Lass dich nicht erwischen. Mein Fake-Perso hat funktioniert. Das wären 18 Dollar. Ja, das ist ein bisschen unseriös, Bro. Deine Scheine zumindest ordentlich falten und ein Portemonnaie hättest du dir vorher noch besorgen können. Ja, weil das wirkt natürlich unseriös, wenn du da irgendwie Tabletten brauchst und dann so, aber wiederum, ja. Großartig, danke, Sir. Dem kam da schon Spanisch vor. Der hat das Ganze im Auge ein bisschen. Aber echt sind sie. Denke ich mal. Okay, Porsche 911. Hallo Liebling, wie war die Schule heute? Schule? Ich glaube, der Kollege geht nicht zur Schule. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ryan, du musst dich um deine Schularbeiten kümmern. Es ist wichtig, Liebling, okay? Ich glaube, Ryan hat andere Projekte, ne? Verbrechen, Einbruch, Klauen.
Sportwagen. Was ich immer noch nicht verstehe, ist, dass mit diesen, warum jetzt diese Drogen so wichtig sind. Die haben ja auch nur 18 Dollar gekostet, die haben ja auch nicht viel wert. Das verstehe ich irgendwie nicht. Lass mich raten, wieder mehr Reste. Hey, es ist umsonst. Ich werde nicht wählerisch sein, wenn uns der Diner Essen gibt. Okay. Hey Mama, ich habe mich gefragt, denkst du, ich könnte mir Geld leihen für ein neues Auto? Was ist falsch an dem, was du hast? Das Ding ist doch kein Auto, ist eine Rostlaube. Und macht immer komische Geräusche. Mama, bitte. Aber es fährt, Bro. Und solange du jetzt nicht irgendwie komplett erwachsen bist und einen eigenen Job hast oder so, finde ich jetzt einen Porsche ein bisschen übertrieben, um ehrlich zu sein. Schau, alle schauen mich mal an und lachen über mich, wenn ich vorbeifahre. Nun, es bringt dich immer noch von A nach B, nicht wahr? Richtig. Manche haben gar kein Auto. Okay. Wenn du dein eigenes Geld hast, kannst du jedes Auto haben, was du willst, okay? Richtig. Manchmal wünschte ich, ich könnte einfach im Lotto gewinnen. Mhm. Mein Leben wäre dann echt viel einfacher. Mhm. Klar, ich glaube, wir alle wollen gerne im Lotto gewinnen. Aber so leicht ist es leider nicht, ne? Schnelles Geld hält nie vor. Langsames Geld wächst immer. Denk immer daran, Ryan. Ja. In 90% der Fällen stimmt das schon. Aber es gibt, glaube ich, auch ein paar schlaue Köpfe, die auch mit schnellem Geld das clever anlegen und nicht direkt alles zum Fenster rauswerfen. Warum sollte ich einen Rat von dir annehmen? Hm? Wohin hat dich langsames Geld gebracht? Hey, sei nicht patzig. Falls du es vergessen hast, Gott hat uns einfach alles gegeben, was wir brauchen. Zack. Er geht raus. Das ist natürlich sehr auffällig, ne? Der wird angerufen und geht direkt aus dem Zimmer raus. Soll die Mutter da irgendwas nicht mitbekommen? Hey Mann! Irgendwelche krumme Geschäfte macht. Das geht! Hör zu, ich bin mit deinem Bro auf dieser Party, Sal, okay? Er hat mir gesagt, du bist der Shop für die Oxys. Sal hat's dir erzählt, hä? Nein, Mann. Oxys, okay, Party, ja. Das sind Drogen und ich glaube, es geht hier nicht um den Preis, sondern um die Rezepte. Man kommt halt nur an diese Opium-Dinger mit Rezept dran und er kann die, denke ich mal, für richtig viel Geld vertickern, weil man da halt für ein Rezept braucht und für Partys nehmen die dann halt, also, keine Ahnung, vermute ich mal, ja. Und deswegen, also der dealt einfach damit, der ist einfach ein kleiner Dealer. Mann, ich weiß nicht, wovon du redest. Komm schon, Bro, halt mich nicht für dumm. Schau, was ist, wenn ich dir 20 Dollar gebe? Du machst Witze, oder? Schau mal, ich gebe dir doch keine ganze Flasche für 20 Dollar. Ich glaube, für eine Pille 20 Dollar. Eine Flasche? Nein, Mann, ich rede von einer Pille. Der hat für 60 Pillen hat er 18 Dollar ausgegeben. Und er kann jetzt hier eine Pille für 20 Dollar verkaufen. Boah, das ist ein gutes Geschäft. Das muss ich mal ausrechnen. Denn kriegt er für 60, dann sind ja 60 Pillen 1200 Dollar bei einem Einkaufspreis von 18 Dollar. Okay, weil es halt schwierig ist, wahrscheinlich zu bekommen, nur mit Rezept. Okay, oh, sweet. Oh, cool. Wir sind 20. Danke. Ja, oh. Dann kriegst du nur eine. Ja, ich glaube, was ist mit dir? Großartig. 20 Dollar? Was läuft denn so? Ist das in Amerika ein Ding? Oxys? Was soll denn das sein? Oxy. Ich kenne den Begriff Opioide, aber was sind denn. Irgendwelche Drogen, Leute. Egal. Hey, yo, Zack. Ich hab die Pillen, Mann. Danke. Hey, geile Party. Und für euch, Süßen, wollt ihr ein paar Pillen? Oh, ja. Danke. Bitte sehr. Habt ihr das Geld? Yo, oh, Ryan. Komm her, Mann. Was? Was machst du denn, Mann? Das sind unsere. Du kannst sie doch nicht verkaufen. Alter, ich bin's ernst. Ein paar Dollar zu verdienen, das ist nicht hart, Geld zu bekommen. Ja, wenn er damit erwischt wird, dealen, das wird schon hart bestraft. Also da würde ich auch nicht mitspielen. Und das wissen jetzt ja alle. Der läuft da herum und das wissen denn ja alle. Er muss ja nur einer reden. Das nach ein paar Dollar aus? Stell dir vor, ich verkaufe alle Pillen. Ich könnte den Porsche haben, den ich da... Tja. Er war's! Das sind seine! Ich schwör's! Ah. Schon gut. Ja, das am ersten Abend. Da hat's mit dem Dealen ja nicht lange geklappt. ja, wow. Gut. Ja, vor allem, er sitzt mit im Gefängnis, er hat gar nichts damit zu tun. Okay, er ist mit in den Porsche eingebrochen, aber er hat die jetzt nicht vertickt.
Oh, schlimmste Gefühl einer Mutter, wenn man seinen Sohn aus dem Gefängnis abholen muss, glaube ich. Das ist nicht gut. Was ist mit ihm? Nicht mein Problem. Hä, der Bre hat doch viel weniger gemacht. Der hat doch viel weniger gemacht. Okay, der ist mit in den Porsche eingebrochen, aber mit dem Dealen hat er nichts am Hut. Mom. Was hast du dir dabei gedacht? Ich komme kaum über die Runden und jetzt musste ich noch $10,000 auf eine Kreditkarte zahlen, um dich rauszuhauen. Oh, der 10.000 Euro Kaution gezahlt, damit er rauskommt. Glaubst du, ich habe das Geld, um es so auszugeben? Oh, die arme Mutter, die tut mir so leid. Ist hart am Arbeiten, will ihren Sohn einfach nur großziehen und der bringt sie nur in Probleme. Dein Freund ist immer noch drin, weil seine Mutter es sich nicht leisten konnte. Und ehrlich gesagt... Ah, okay. Seine Mutter hat keine 10.000 gezahlt. Sagt, ich hätte dich auch drin lassen sollen. Mom, es tut mir leid. Okay? Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich will einfach schönere Dinge im Leben. Ja, aber also, jeder muss irgendwie hart arbeiten für sein Geld. Wir wollen alle schöne Dinge und wir wollen alle Geld haben, aber man muss ein bisschen was dafür tun. Einfach einzubrechen und dann von heute auf morgen reich zu werden, so, das ist doch einfach. Das ist zu einfach. So, das ist doch keine gute Ausrede. Wir müssen alle hart arbeiten für unser Geld. Ich hab die Art, wie wir leben, satt, Mama. Sie ist auch satt. Trotzdem einzubrechen, Leuten ihr Brot wegzunehmen und Drogen zu verdecken, das ist halt nicht die Lösung, Bro. Das ist genau das, was ich meine. Ich will Besseres für mich. Besseres für uns. Aber du kannst nicht alles auf die Schnelle tun, okay? Dinge brauchen Zeit. Richtig. Alles, was man im Leben macht, immer Zeit mitbringen. Fitness, wenn du einen Körper aufbauen willst, du bist ja auch nicht morgen direkt durchtrainiert. Wenn du ein Business aufbaust, immer die Dinge langfristig betrachten. Es dauert alles seine Zeit. Und wir Menschen sind leider ungeduldig. Das ist das Problem, Leute. Was tanzt der da eigentlich rum wie ein Kasper? Siehst du? Geduld. Das war eine gute Metapher. Okay, Ma'am. Bitte sehr, 7 Cent sind die weg. 2017. 4 Jahre später. Immerhin macht jetzt einen Nebenjob und verdient einfach ehrliches Geld. So Geld. Sie können es behalten. Ich sehe, dass Sie wirklich hart arbeiten. Wir erleben einen beispiellosen Anstieg in der Welt der Kryptowährung. Bitcoin. Die allgemein bekannteste digitale Währung schießt nach oben und erreicht Rekordhöhen, die nur wenige hätten hervorsagen können. Investoren strömen wie nie zuvor zu Krypto. Na, jetzt kommt er auf neuen Riecher. Jetzt will er natürlich mit Kryptowährung Geld machen. Man sollte aus dem digitalen Goldrausch Kapital schlagen. Meine Mama ist hier. Ich bin kurz weg, Mann. Okay. Hey. Vergiss nicht dein Trinkgeld. Okay, oh. Rechnung überfällig. Woran arbeitest du gerade? Ich recherchiere das Thema Krypto. Ich meine, es soll anscheinend der nächste große Hit werden. Genau. Und wenn man das mitbekommt, dann kann man sich auch da reinfuchsen und kann sich damit beschäftigen. Man muss sich informieren, bevor man da jetzt blind irgendwie was kauft. Es gibt ja auch viele Meme-Coins und irgendwelche Scam-Coins, womit du reich werden willst. Aber das ist halt oft Betrug. Ja? Man muss smart damit umgehen. Ne? Und klar, am reichsten wird man geworden, wenn man ganz früh eingestiegen ist, bevor es halt im Hype ist. Wenn Dinge schon im Hype sind, klar, kann man immer noch damit Geld verdienen, aber... Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen, also die Summe, die man damit gewinnen kann, ist halt ein bisschen niedriger denn wahrscheinlich. Deswegen, aber wenn er sich da jetzt reinfuchst und einfach erstmal Know-how ansammelt, das kann man in jedem Bereich im Leben, also zumindest Wissen ansammeln. Das kann nie schaden. Okay, die Leute werden schnell reich. Für mich klingt das nach Betrug. Es gibt viel Betrug da drin. Betrug mal. Okay, da steckt eine Menge Geld dahinter. Das heißt, es könnte hochgehen bis zu Tausenden von Dollar innerhalb von Monaten. Sogar Tagen. Das stimmt. Wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein,
ist was faul. Dann sollte man auf jeden Fall immer vorsichtig sein, ja? Das auf jeden Fall. Aber einarbeiten kann man sich trotzdem. Das ist okay. Behalten Sie es. Oh, kann ich bitte einen Kaffee haben? Möchten Sie Sahne oder vielleicht Zucker? Oh, Sal! Was geht? Was machst du hier, Mann? Ich habe gerade Mittagspause. Willst du mit mir was essen gehen? Ja. Hey, Rick! Rick. Mittagspause machen? Ist noch nicht 1 Uhr. Oh, Bro, wegen 2 Minuten. Alter, ich kann es kaum erwarten, meine eigene Firma zu haben und ich muss für niemanden mehr arbeiten. Ich weiß, was du sagst, Mann. Ich meine, diese Gehaltschecks von Bullseye sind Müll. Ich kann mir kaum was leisten. Okay, er arbeitet bei Bullseye, also der Kollege, das ist ein Supermarkt. Währenddessen hat mein Chef gerade einen brandneuen BMW gekauft. Ich kann nicht glauben, Kayla ist jetzt Kryptomillionärin. Sie hat jetzt ihren eigenen Coin und so gestartet. Was? Nicht wahr? Ist sie zur Schule gegangen oder so? Also, braucht sie denn keine Lizenz? Nein, anscheinend kann jeder seinen eigenen Coin starten. Ja, vieles ist nur Bullshit und es muss Leute geben, die es kaufen. Also, ja, das ist so einen eigenen Coin und dass der auch durch die Decke geht und der nächste große Coin wird. Ja, es gibt sehr, sehr viele Coins. Tausende. Ja, zigtausende Coins. Und jeden Tag kommen hunderte neue Coins dazu und was? Vorsichtig sein. Ja, scheint ein schneller Weg zu sein, Millionärin zu werden. Echt verrückt. Für einige. Es gibt immer welche, die mit irgendwas Millionär geworden sind. Wir machen das aber hunderte und tausende nach und die werden es nicht. Man darf sich auch nicht von online so immer Sachen täuschen lassen, wenn Leute sagen, ja, ich bin so reich und so, schreibt mir, wenn ihr auch wissen wollt. So, nee, nee, die wollen ja nur Kunden gewinnen. Und dann sollt ihr die anschreiben und seid einfach vorsichtig dann. Die Leute wollen am Ende mit euch Geld verdienen, keiner schenkt euch was. Denkst du, was ich denke? Also, wir machen unseren eigenen Coin. Und was dann? Was macht unseren Coin anders? Wir betrügen die Leute. Wir lassen ganz viele Leute einsteigen und verkaufen dann, wenn die meisten Leute drin sind und alle verlieren ihr Geld. Und dann ziehen wir einfach die Kohle raus. Scam-Exit, oder wie sich das nennt. Wir verbinden ihn mit einer Debitkarte. Eine, mit der dann die Leute ihr Krypto ausgeben können. Lass mich mal nachdenken. Schau, eines der größten Probleme ist, wie geben die Leute das Geld aus, das sie verdienen von diesen Coins, richtig? Ja. Ja, Mann, das ist brillant. Wie sollen wir unser Unternehmen nennen? Der Name ist alles. Es sollte etwas Prestigeträchtiges sein. Wie American Express. Visa. Citigroup. City Express. Das wäre perfekt. So denken, dass die Leute American Express und Citigroup beteiligt sind. Ist das legal? Ich meine, es ist vielleicht nicht ethisch, aber bestimmt nicht illegal. Die juckt gar nichts, die klären nichts ab, so, die wollen jetzt einfach nur das schnelle Geld machen. Das sind richtig zwei Scammer. Bei den Jungs bitte kein Coin kaufen, Leute. Jetzt ist also nur die Frage, Kapital. Wir brauchen Geld. Machen die meisten Leute nicht einfach einen Geschäftsplan und ein Modell? Etwas, um es Investoren vorstellen zu können? Ja, du weißt, wie man das macht, ja? Nein, aber ich bin sicher, mit etwas Recherche können wir das bestimmt in ein paar Wochen hinkriegen. Wochen? Wochen? Morgen! Ich will morgen reich sein! Nein. Wie wäre es bis morgen? Ja, und der ist drogensüchtig, okay, auch noch. Okay, okay. Schau, ein Kumpel hat mir einen Draht zu. Ja, der Kollege guckt auch schon. Der nimmt einfach so zwischendurch einfach so zu Hause alleine Drogen. Das ist kein guter Anfang. Hat guten Pillen verschafft. Okay, wir können unbegrenzt viele Pillen bekommen. Ich meine, wir können unsere Produktivität verzehnfachen. Komm schon, Mann, nimm sie. Oh, okay, man wird dadurch wahrscheinlich sehr wach und dann können die auch noch mehr dadurch arbeiten. Ich nehme eine mit dir, komm schon. Bereit? Der hat schon gerade eine genommen, zwei direkt. Jetzt an die Arbeit. Oh, das ist nicht gut für euer Herz. Nicht nachmachen. Wer ist sonst noch in Ihrem Team? Nur wir zwei.
Hatten Sie schon mal ein Unternehmen? Ja, in Arzneimittel. Okay. Okay, und wie planen Sie die Einführung des Produktes? Haben die lügen einfach. Das sind zwei richtige Scammer. Da geht's nicht um Wahrheit, da geht's einfach nur so lange lügen, bis man irgendwie Geld macht. Das ist typisch Betrüger. Haben Sie Partnerschaften mit Banken oder? Nein, noch nicht. Oh, wir haben Sie mal auf LinkedIn recherchiert. Und wir fanden Sie nicht. Ryan Richmond? Nicht wahr? Wo sind Sie beide zur Schule gegangen? Ja, wissen Sie. Ja, das erste Gespräch geht ganz klar daneben. Und jetzt werden Sie wahrscheinlich danach, die werden Kontakte zu Banken machen, werden sich LinkedIn-Profile erstellen und alles so, damit Sie halt einfach seriös aussehen. Lügen. Wir hätten die Highschool fast beendet. Aber wir sind sehr überzeugt von dieser Geschäftsidee. Ja, das glaube ich. Ich passe. Ja. Also das ist ja so unseriös. Also wer da einsteigt, der tut mir nur leid. Den Jungs kann man kein Geld überlassen. Mann, das wird nicht klappen. Ich meine, was haben wir uns dabei gedacht? Wir haben kein Team. Wir kennen auch niemanden, der seriös genug ist, um einzusteigen. Keiner von uns ging aufs College. Wir haben nicht einmal Partnerschaften. Und selbst wenn wir eine Bank kontaktieren würden oder ein Kreditkartenunternehmen, niemand wird zwei Schulabbrecher ernst nehmen. Mhm. Wie konnten wir so dumm sein? Die haben nicht mal einen Abschluss. Ich meine, wir hätten einfach unsere lahmen Jobs behalten sollen. Alter, hörst du überhaupt zu, was ich gesagt habe? Naja, ja. Aber wir haben eigentlich mehr Leute in unserem Team. Ja, und also wenn man jetzt einmal scheitert, dann darf man ja nicht direkt aufgeben. So, ne? Man muss jetzt ja weitermachen. Also was die machen, ist trotzdem falsch, weil das sind Betrüger und Lügner. Grundsätzlich, wenn man jetzt einfach eine Absage von Investoren kommt, also Rückschläge hat jeder Mensch in seinem Leben. Also da muss man halt einfach weitermachen. Aber der hat schon eine Website gebaut. Martin Stenson, Sal Jansen, Ryan Richmond. Einfach so einen alten Typen hier genommen, damit das seriös aussieht. Alte Männer, immer seriös. Okay, schau mal, das ist unser neuer CEO, Martin Stanton. Er nutzte seine Verbindungen und sein Fachwissen und brachte uns eine Partnerschaft mit Mastercard. Okay, und als wir ihm unsere Idee erzählten, hat er sich uns sofort angeschlossen, weil wer sagt schon Nein zu zwei Stanford-Absolventen? Das ist einfach nur Scam. Das ist einfach nur Betrug, was die machen. Das ist kein Business, Leute. So sollt ihr das niemals machen. Immer auf ehrliche Art und Weise. 264 Connection. Okay, der hat auch schon ein paar Leute geaddet. Ja, das sieht, damit es legitim aussieht, ne? Die zu den besten 1% ihrer Klasse gehören. Warte, was? Ich verstehe nicht so ganz. Wie ist denn das alles passiert? Nun, ich hab weißer Mann mittleren Alters im Internet eingegeben und fand dieses Foto. Der Name Martin Stanton schien ein guter falscher Name zu sein für einen Finanzmanager. Jemand, der ein bisschen recherchieren kann und das auch googelt, der kann schnell das Foto finden. Also es ist risky. Und dann nahm ich das Mastercards-Logo direkt von ihrer Webseite. Wusstest du, dass du so ziemlich alles auf LinkedIn veröffentlichen kannst? Ich meine, keiner kann es überprüfen. Mann, wann hast du das alles gemacht? Also ich habe seit 3 Tagen nicht geschlafen. Ja, ist möglich mit irgendwelchen Drogen, geht aber aufs Herz. Und damit nimmst du dir ordentlich auf jeden Fall Lebenszeit. Ja, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Ja, und er fragt nicht so, das ist doch alles gelogen, sondern wann hast du das gemacht? Ihr seid Lügner, ich hasse sowas. Wir machen ganz kurz die Grüße gehen raus an die Margangster, an die Kommentare, an Gaital, Navora, an Lilly. Und an Stream-Icon, wenn du im nächsten Video auch geguckt werden willst. Abonnier mich einfach auf YouTube und schreib einen Kommentar, genau. Aber das ist doch genial, oder? Nein, eher ein Betrug. Richtig. Mann. Das ist nicht eher, sondern es ist Betrug, was ihr macht. Wenn wir erwischt werden? Bro, wir werden nicht erwischt werden. Früher oder später doch. Denn es ist so sinnlos, denn einfach, weil dann ist alles für die Katz. Man hat vielleicht ein paar gute Monate, vielleicht auch Jahre, wo man mit dem Scam durchkommt. Irgendwann sind die Behörden hinter dir her und dann hat dein Leben keine Qualität mehr, weil du nur auf der Flucht bist. Hey Bro, wir werden so schnell Millionäre sein, dass wir einfach allen sagen, es hat nicht geklappt. Und dann werden wir zumachen, bevor uns jemand Fragen stellen kann.
Okay, rein. Klingt leichter, ist leichter gesagt als getan. Und raus. Schnelles Geld, Baby, komm schon. Oder willst du mir sagen, dass du zurück willst zu Lebensmittel einpacken als Hauptjob für Mindestlohn? Ihr könnt doch nebenbei ein Business starten. Macht euer Hauptjob, ja, damit ihr noch ein bisschen Einnahmen habt und nebenbei startet ihr einfach ein eigenes Business. Aber auf ehrliche, normale Art und Weise und nicht als Betrüger. Nein. Genau. Komm schon, Mann. Also machen wir das oder nicht? Danke. Huge Crypto Investment Opportunity. Ja, jetzt machen die natürlich Werbung. Ja, ihr könnt hier einsteigen. Große Chance, Geld zu machen. Das ist so unseriös trotzdem. So, das ist einfach nur eine Website, so. Sonst kann man da nichts drüber hören. Das sind zwei junge Typen. Nie im Leben würde ich da investieren. Nie im Leben. Na gut, ich weiß jetzt auch, dass es Betrug ist, aber... Ey, der sagt ja. Der sagt ja. Okay, erstes eigenes Büro. Ah, der muss damit aufhören. Das geht ein paar Monate und Jahre, macht der Körper das mit, aber irgendwann, dann ist er, es kommt alles zurück wie ein Bumerang. Der denkt nur an morgen und an heute und an morgen, aber der denkt nicht an übermorgen, der Kollege. Ist das deren Büro? Einfach ein Scammer-Büro, die haben einfach schon 7 Mitarbeiter und die betrügen einfach den ganzen Tag, oder was? Ich fass es nicht. Komm mal raus. Der hat sich 100 Pro einen Sportwagen geholt, der war klar. Drogensüchtig, irgendwann fliegt der Scam auf, das ist so dämlich. Es wird nicht gut gehen, ja? Was sagt der eigentlich da hinten dazu? Ja, der tanzt nur. Es wird nicht gut gehen. Mama, das ist das, was ich gerne als Verkaufsbereich bezeichne. Und diese Damen hier bearbeiten alle Telefonanrufe. Sie nehmen Informationen von Investoren auf, die Geld investieren wollen. Und das ist mein absoluter Lieblingssound. Total sold $710,000. Das ist jemand, der unseren Coin kauft oder investiert. Diese Damen hier sind Teil unserer Kundendienstabteilung. Und hier ist, was ich gerne nenne, unser Ideenteam. Im Grunde nur ein Haufen Geeks, die alle unsere verrückten Ideen zum Leben erwecken. Es ist aufregend, oder? Na komm, ich zeig dir jetzt mein Zimmer. Und da ist jetzt 700.000 Euro schon drin, weil die Leute diesen Coin kaufen. Ist ja einfach nur eine digitale Währung quasi. Ist ja kein physischer Wert dahinter. Und deswegen, und die werden da wird weiter Geld. Und irgendwann, wenn die Summe ganz hoch ist, gehen die einfach raus. Das Geld behalten die natürlich. Und ja, und der Coin ist nichts mehr wert und bringt auch nichts. Kann damit auch nichts machen. Aber die werden ja, also die Leute, die Coins kaufen, die merken ja, dass man damit nichts machen kann. Die haben ja nicht wirklich mit Mastercard oder mit American Express einen Deal. So, man kann das ja nicht mit seiner Debitcard verknüpfen. Das war ja nur eine Lüge von denen. Also, das muss man doch schnell merken. Komm schon, komm schon, komm schon. Und das ist mein Büro. Oh. Mama und ich
hab mein Traumauto. Ja, so, die denkt jetzt natürlich, wow, mein Sohn macht Karriere, aber das ist einfach nur ein Betrüger. Noch etwas. Warte, eine Sekunde. Ja. Schau mal. Du hast meine Kreditkarte abbezahlt? Die ganzen 10.000 Dollar, ja. Er hat die ganzen Schulden von seiner Mom bezahlt. Was ist los? Bist du nicht stolz auf mich? Ich bin sehr stolz auf dich. Aber... Boah, seine Augen! Alter, was ist mit deinen Augen falsch? Ey, der ist völlig übermüdet und voll auf irgendwelchen Substanzen. Das ist alles zu schön, um wahr zu sein. Erinnerst du dich daran, was ich dir gesagt habe? Guck mal, seine Augen. Der sieht doch aus wie tot. ...sagt habe, dass schnelles Geld nie hält, langsames Geld aber wächst. Ich will dich einfach nicht wieder hinter Gittern sehen. Willst du jetzt... Ja, also der ist gerade auf dem besten Weg, aber komplett in den Knast zu wandern. Wirklich wieder hier davon anfangen? Mama, ich bin nicht mehr derselbe. Ach, wirklich? Warum sind dann deine Augen blutunterlaufen und ich kann deine Pupillen kaum sehen? Oh, hey, ich nehme das, danke. Der schnappt dir einfach den Kaffee weg. Nein, nein. Meine Mama? Komm her, Mann, du wirst das sehen wollen, vertrau mir. Bitte. Tut mir leid, wir machen schnell. Ja. Was? Schau, schau. Was ist das? Was ist das? 2,1 Millionen. Da ist ein Rieseninvestor reingegangen und hat da mehrere hunderttausend reingebuttert. Warte, ich meine, wie? Wir waren gerade bei 700. Ich zeig's dir. City Express ist auf dem Weg zum nächsten großen Hit in der Welt der Kryptos. Stanford-Absolventen Sal Goodman und Ryan Rushman haben nicht nur ihren eigenen Coin kreiert, sie haben auch eine Debitkarte entwickelt, unterstützt von Mastercard, mit der ihr eure Krypto ausgeben könnt. Ihr seht... Aber es klappt doch nicht! Also es klingt doch alles super gut, wenn man das nachliest und so, auch wenn irgendwann mal jemand Recherchen macht. Am Anfang ist der Hype groß, dann macht jemand Recherchen über die beiden, dann kommt raus, dass die gar keine Stanford-Absolventen sind. Und dann fliegt das doch alles auf. Die müssen jetzt schnell das beenden. Jetzt machen die ersten Krypto-YouTuber Videos über die. Das wird auffliegen. Die müssen das jetzt beenden. Noch ein paar Tage vielleicht, aber die müssen da jetzt raus, sonst fliegen die auf. Wenn einer schlecht berichtet über die und sagt, hey, holt alle euer Geld raus, dann holen auch sehr viele euer Geld, das Geld wieder raus. Also ich will denen jetzt nicht Tipps geben und Unterstützung geben, wie die weiter betrügen und das Geld rausholen, aber ja. Der ehemalige Finanzdirektor von Wells Fargo. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber hierauf werde ich mein Geld setzen. Du bist einer der größten Finanzblogger auf YouTube und er unterstützt uns. Uns, Alter. Hallo, City Express. Sie möchten Ihre gesamten Ersparnisse in unseren Coin investieren? Oh, also ich glaube nicht, dass das... Oh, hey, gib mir das. Ja. Gesamte Ersparnisse. Also jetzt fangen Sie an, sogar richtige Existenzen einfach zu ruinieren. Hallo, könnten Sie das bitte wiederholen? Ich sah das Video und da stand, dass dies im Moment die beste... Oh nein, eine alte Omi. Die einfach nur das Video gesehen hat, die können auch jetzt nicht... Die alte Omi, die verliert ihr Haus, alles, ihr Leben, ihr Hab und Gut. Jungs, irgendwo ist eine Grenze, bitte. Habt ein bisschen Moral, das könnte eure Mutti sein. Habt ein bisschen Moral. Ey, diese Betrüger und Scammer, ne, das ist... Ey, das... Investition ist. Ich möchte also alle meine Ersparnisse in City Express tun. Oh, das können wir sehr gerne für Sie tun. Darf ich Sie was fragen? Haben Sie im Moment Geld in der Kryptowährung? Ja, mein Enkel hat's für mich eingerichtet. Ist ein Wallet oder so etwas. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Damien, kannst du mir kurz bei etwas helfen, Schatz? Sorry, Oma, ich bin mitten in einem Spiel. Gib mir nur eine Sekunde, okay? Die arme Omi. Die betrügen jetzt die Oma. Ich rufe sie später zurück, wenn er wieder Zeit hat. Oh, Moment, aber, damit sie es wissen, je länger sie warten, desto höher wird jetzt der Preis steigen. Jetzt machen die noch Druck. In der Zeit, in der wir am Telefon sind, haben sie schon sehr viel Geld verloren. Oh,
aber ich weiß überhaupt nichts über Krypto. Nee, denn wenn du nichts darüber weißt, dann lass die Finger da aus dem Spiel. Das Einzige, was ich weiß, ist, ich kenne meinen Login. Also ich meine, Sie könnten mir einfach Ihren Login geben? Wie hört sich das an? Oh, okay, dann. Nein, Leute, gebt niemals irgendwelchen fremden Menschen am Telefon irgendwelche Login-Daten, sei es für Krypto, für Banking, für irgendwas. Niemand fragt jemals nach eurem Passwort. Ja. Amüsierst du dich? Was ist mit dir? Amüsierst du dich? Ja, jetzt vergnügen die sich schon, machen Party und so. Ah, Jungs, das ist nur von ganz kurzer Dauer, was ihr da macht. Möchten Sie noch eine Flasche? Ja. Ja, will ich. Ja, klar. Gießt der das jetzt einfach auf den Boden, auf überheblich? Ah, Bro. Ja, man. Ah, Bro. Yo, Ryan, bist du sicher, das ist eine gute Idee? Mann, ich glaube, du hast mehr als genug. Sag mir nicht, was ich tun soll. Ich bin Millionär, Sal. Also kann ich tun, was immer ich will. Das geht nicht gut. Okay. Er ist auch ein Betrüger, weil er ist mit ihm unter einer Decke, aber er geht noch ein bisschen smarter an die Sachen ran. Oh Mann, ey. Sprich mit mir. Hey Mann, mein Name ist Damien. Ich rufe an, weil meine Oma Edith dir ihr Login gab zu ihrem Krypto und du hast ihr gesamtes Geld überwiesen? Was? Woher hast du diese Nummer? Ich habe es von... Hör zu, das ist egal, okay? Du musst meiner Oma ihr Geld zurückgeben. Du hast es gestohlen. Hey, sag mir nicht, was ich tun soll. Deine Großmutter hat investiert, okay? Das war ihre Entscheidung. Sie wusste nicht, was sie getan hat. Und übrigens habe ich mir deine Sachen angesehen und sieht alles nach Schwindel aus. Weißt du was, kleine Ratte? Halt die Klappe. Glaubst du, du kannst einen großen Hecht mobben? Ha? Ja, du solltest dich, glaube ich, nicht mit ihm anlegen. Weil jetzt, der kann ja auch jetzt Polizei einschalten und so. Und dann wird recherchiert. Die müssen da jetzt ganz schnell raus. Also ich habe Neuigkeiten für dich, kleiner Trottel. Aber ich hoffe, dass die erwischt werden. Also ich wünsche natürlich, dass die erwischt werden und richtig hops genommen werden. Die Leute, die betrogenen Menschen alle ihr Geld zurückbekommen und die hinter Gittern gehen. Also das wünsche ich denen von Herzen. Ja, wenn man jetzt aus der Scam-Sicht macht, müssen die jetzt einfach ganz schnell das Ding beenden. Eine Oma wird nie wieder einen Penny von ihrem Geld sehen, okay? Ey, der zieht einfach eine arme Oma ab, also du Ehrenloser. Kriegen wir jetzt unser Geld zurück? Darauf kannst du wetten. Eine Woche später. Tut mir leid, kannst du das bitte aufheben? Der ist dauerbesoffen und auf irgendwelchen Drogen. Was guckst du denn so? Bezahle ich dich, um ans Telefon zu gehen oder mich anzustarren? Was ist los, Süße? Was, ist deine Zunge rausgefallen? Weißt du was? Boah, jetzt wird er noch respektlos zu Mitarbeitern. Das ist von ganz kurzer Dauer. Wer hoch fliegt, fällt tief. Also, das ist immer so. Also, man ist natürlich in dem Moment auf einem Höhenflug, man verdient viel Geld, alles ist geil. Und dann geht das ganz schnell bergab. Da du mir nicht antworten kannst, bist du gefeuert! Geh raus hier! Was ist das unangenehm? Der soll jetzt bitte einfach. Das FBI soll da jetzt einfach reinstürmen und den Typen einfach festnehmen. Nun, Leute, wirklich. Arbeitet weiter! Verdient mein Geld! Dein Telefon klingelt! Kann man so eklig sein. Ich hab grad gehört, was passiert ist, Mann. Was ist los mit dir? Nichts, Mann. Alles gut, Bro. Alles ist gut. Bist du jetzt betrunken? Bro, es ist noch nicht mal 1 Uhr. Reiß dich am Riemen, echt. Ernsthaft, Alter. Und nicht nur wegen deiner Einstellung oder der Pillen. Okay? Wir haben im Moment ein ernstes Problem. Schau's dir an. Was? Himmel. Ich bekam einen anonymen Hinweis, also beschloss ich nachzuforschen. Sal Goodman und Ryan Rushman sind beide Betrüger. Endlich, meine Güte, kommen die da jetzt mal hinter die Leute, ja? Und jetzt
stürzt der Coin nämlich ab, weil die Leute wieder ihr Geld rausholen bzw. nicht mehr weiter investieren. Kontaktiert ja. Stanford und es gibt keine Aufzeichnung, dass sie dort waren. Tatsächlich haben sie nicht mal einen Highschool-Abschluss. Ja. Ihr CEO, Martin Stewart, ist keine reale Person. Verdient. Und als ich Mastercard kontaktierte... Komm schon, Mann. Der hat nicht mal 10.000 Views erreicht. Vor ja, aber das ist eine sehr krasse Nische und Bubble und die Leute, die das sehen... Einer Stunde waren es 1.000 Views. Ja. Okay, wir müssen das echt ernst nehmen. Normal. Ja, erstmal oh. Pille. Ja, schon klar. Ein guter Zeitpunkt dafür. Feigling. Ja, Bro. Ja. Jesus, Mann. Steh auf, steh auf. Das Ding ist vorbei, Jungs. Danke. Danke. Okay. Dies ist eine Unterlassungsaufforderung von Mastercard. Sie schreiben darin, sie werden uns verklagen. Okay. Ja, und wenn ein Riesenunternehmen wie Mastercard oder American Express euch verklagt, die haben sehr gute Anwälte, sehr, sehr viel Geld, dann werdet ihr hops genommen. Mit so Riesenkonzernen sollte man sich nicht anlegen, weil die sehr viel Geld und leider auch Macht haben. Ja. Aber in diesem Fall ist es auch verdient. Ja. Okay, Unterlassungserklärung. Wen interessiert? Na gut, du engagierst einfach den besten Anwalt da draußen, okay? Wir haben das Geld. Ruf ihn an. Ich meine, tatsächlich gab es. Es gab einen Anwalt, der hat das Video gesehen und uns kontaktiert. Vielleicht kann er uns helfen. Okay, na siehst du. Sprich hier. Hallo? Scott Benson, Scott am Apparat. Irgendwie ist die Stimme weg, dann mache ich das jetzt nochmal hier. Hier ist Ryan Rushman. Ich habe gehört, Sie sahen das Video und können uns eventuell helfen. Lass ihn doch nicht sprechen, Mann, der ist besoffen. Wir haben eine Unterlassungsaufforderung von Mastercard und wir brauchen nur einen Anwalt, der uns vertritt. Aber glauben Sie, Sie können uns dabei helfen? Ich habe viele dieser Situationen vertreten in meinen 20 Jahren als Rechtsanwalt. Das wird nicht billig, aber ich kann das alles für Sie erledigen. Wir sind die Besten in der Branche. Ich bräuchte 100.000 Anzahlungen. 100.000 Anzahlungen? Jetzt werden die Betrüger auch betrogen. Dollar? Wen interessiert's? 100.000 für Anwaltskosten. Also Anwälte sind teuer, keine Frage, aber 100.000? Wenn dieser Mann es schafft, uns zu helfen, dann ist das doch egal. Ja? Gut. Hey, kein Problem. Oh Mann. Die Jungs reiten sich in kompletten Mist. Wir können Ihnen das Geld überweisen lassen bis zum Ende des Tages. Perfekt, ich schicke Ihnen die Bankverbindung und melde mich, sobald ich die Zahlung erhalten habe. Alles klar, danke. Okay, Mann. Schick ihm einfach das Geld. Mann, ich muss los. Und wohin, Ron? Wohin? Der geht eine Runde schlafen. Nein, wir haben noch nicht über das Video geredet und es gibt noch eine Menge anderer Probleme. Kümmer dich drum. Dass diese Mitarbeiter da auch arbeiten, weil die wissen ja, dass das Scam ist. Und dass die da am Telefon sitzen und Leute da dann überzeugen, weiter zu investieren, die sind ja nicht dämlich. So, das ist natürlich auch moralisch sehr fragwürdig, für so einen Konzern dann zu arbeiten. Oder Konzern oder für solche... Ich passe drauf auf. Bitte sende weitere $300.000. Also wie kann man sich denn auch so dumm von einem Anwalt veräppeln lassen? Der Anwalt ist auch ein Scammer. 300.000 Anzahlung, der hat doch noch gar nichts gemacht. Oh, Jungs. Ihr habt ein dickes Problem, Jungs. Und er macht weiter Party. Ich habe einen Brief von DOG bekommen. Wir werden gerade beobachtet, investigated, für Sicherheit und Kreditbetrug. Der Anwalt sagt, er braucht weitere 300.000. Oh nein, weißt du das jetzt direkt? Sende es. Jetzt sind die schon bei 700.000. Verlieren jetzt ihr ganzes Geld an einen Fake-Anwalt. Zwei Stück auf einmal. Citigroup, dringend, Department of... Oh.
Rechtsdepartment, American Express, Citigroup, die kriegen jetzt noch mehr Unterlassungsanklagen. Das Ding ist durch. Die sind am... Lassen Sie bitte alles stehen und liegen. FBI, und ich sag's doch, das FBI kommt. Da, wo ich sie sehen kann. Oh nein. Tja, Jungs, jetzt werdet ihr hops genommen. Was? Hey, was ist hier draußen los? Was ist es? Sie sind verhaftet wegen mehrfachen Betrugsvergehens. Was? Nein. Ich verstehe nicht, was Sie glauben, was Sie hier tun. Sie könnten Scott und Benson Law anrufen. Sie sind seit über 20 Jahren im Geschäft. Ich muss Ihnen leider sagen, diese Anwaltskanzlei existiert nicht. Was meinen Sie damit? Woher können Sie das überhaupt wissen? Oh, weil ich es die ganze Zeit war. Wer zum Teufel bist du? Aaron Scott? Zumindest habe ich so getan. Ich bin nämlich der, dessen Oma du bestohlen hast. Aber keine Sorge, ich werde das ganze Geld nehmen, das du überwiesen hast und gebe es den Opfern deines kleinen Betruges zurück. Alter, er hat sich einfach als der Anwalt ausgegeben. Oh mein Gott, daran habe ich gar nicht gedacht. Stimmt. Und er ist jetzt sogar, er behält es nicht mal für sich, sondern gibt es den ganzen Opfern zurück. Und das ist geil. Was? Nein, du wirst das bereuen, Mann. Nein, werde ich nicht. Aber du wirst das bestimmt. Und die Mutter weint wieder. Bro, du hast es echt geschafft. Du hast deine Mutter so oft zum Weinen gebracht. Du Idiot. Verdien doch einfach mal dein Geld auf ehrliche Art und Weise. Man kann auch viel Geld auf ehrliche Art und Weise verdienen, ja? Wenn man ein gutes Geschäft macht, den Menschen Mehrwert bringt oder ein gutes Produkt rausbringt oder so. Mit Betrug ist halt immer leichter und schnelleres Geld. Aber es ist halt... Ja, das war's mit der Geschichte. Sehr, sehr krasse Geschichte. Ich hoffe, diese Geschichte hat euch heute gefallen, dem Kollegen. Boah, dem hat's auf jeden Fall gefallen. Der tanzt da sein Ding weiter. Ja, lasst ein Abo da, wenn ihr nicht in der Marke seid. Mein Name ist Elmargo. Hier könnt ihr abonnieren. Hier ist mein Instagram. Hier sind zwei andere coole Videos. Checkt die ab. Und dann sehen wir uns morgen in, zu einem neuen Video. Haut rein und ciao.